Ich bin der König, sie fällt. Hier prüfen wir, ob die Männer ihre Frauen tatsächlich so gut kennen, wie sie sollten. Denn das lohnt sich. Es geht jetzt um bis zu 20.000 Euro. Und zwar zum Behalten und Liebhaben. So, ihr Lieben, kommt zu mir. Kommt neben mich. Ist das nicht der Hammer? Wir haben die Titanic geborgen und hier hingestellt. Nur für euch. Wahnsinn. Die Frauen schicken wir kurz weg und gleich holen wir euch wieder, okay? Ja, ein Küsschen in Ehren. Niemand verwehren. Sehr schön. Und für die Männer erkläre ich schon mal. In der ersten Runde, bei der ersten Prüfung, dürft ihr das dann erspielte Geld behalten. Es geht um 20.000, um 10.000 und um 5.000 Euro. 20.000 für den ersten Platz, 10 für den zweiten und 5 für den dritten Platz, okay? Und das Geld dürft ihr, wie gesagt, behalten, nehmt ihr mit nach Hause, egal was heute noch passiert. Okay? Okay. Dann müsst ihr bitte hinter eure Pulte. Was passiert jetzt? Ich erkläre es euch. Eisberg voraus. Eure Frauen werden dort gleich oben stehen, wie Kate Winslet am Bug der Titanic. Das Problem ist nur, ihr seid nicht Leonardo DiCaprio, ihr seid der Eisberg. Ich werde euch gleich Fragen aus eurem gemeinsamen Leben stellen. Sowas wie, wo wart ihr das letzte Mal gemeinsam im Urlaub? Dann schreibt ihr das auf, hier am Pult. Dann loggen wir das ein, es kann nicht mehr verändert werden. Dann frage ich danach eure Frauen. Und wenn das stimmt, gibt es natürlich keinen Punkt. Aber dann passiert eurer Frau nichts. Denn wenn es nicht stimmt, kippt eure Frau dort oben auf dem Brett eine Stufe weiter. Passiert das dreimal, kentert eure Frau, fällt dort oben runter, geht über Bord und das Paar scheidet aus. Logischerweise hat das Paar gewonnen, das zuletzt noch übrig ist. Okay? Okay, dann würde ich sagen, sind wir bereit, ihr seid bereit, dann holen wir eure Frauen dazu. Ich beginne mit der ersten Frage. Die Damen sind am Deck, Leinen los. Denkt bitte immer dran, es ist kein Spiel, es ist eine Prüfung. Erste Frage. Welche BH-Größe trägt eure Frau? Zahlen und Buchstaben, bitte. Ich bin so gespannt. Welche BH-Größe trägt eure Frau? Ich weiß, es ist etwas indiskret, aber es ist spannend. Also, welche BH-Größe trägst du gern? Also, das, was ich sage, hat er nicht geschrieben. Dann sag doch einfach das, was er geschrieben hat, wenn du deinen Mann gut kennst. Er hat geschrieben 75B, aber das ist 80B. Du hast 80B? Ja. 80B und dein Mann hat geschrieben? Ja, irgendwas mit B. B65. Ja. Vielleicht fragt ihr immer... Ja, dann vielleicht fahrt ihr immer die B65 zum Dessous. Das ist andersrum. Ja. 65B, aber macht nichts. Leider hat es nicht geklappt, Nihal. Du ahnst, was jetzt kommt. Ja. Nein. Ihr habt was Unterschiedliches gesagt. Du kippst eine Stufe nach vorn. Dem Abgrund, dem Wasser entgegen. Gott. Noch ist alles gut, Nihal, kein Problem. Julia, was hast du für eine BH-Größe? 75B. Ja. 75B. Ich glaube, dein Mann hat sich schon gefreut. Wir gucken trotzdem nach. Ja, das stimmt. Sehr gut. Fanny, welche BH-Größe? 80F. Oh. Wir gucken. Versteckt er sich oder freut er sich? Ich weiß es noch nicht. Wir gucken nach. Nein! 80F! Wahnsinn! Das Sehr gut, wir kommen zur nächsten Frage. Wann hat eure Schwiegermutter Geburtstag? Oh, nicht dein Ernst. Die habe ich gerade eingefügt. Nein, die hat mir. Aber ich ahnte schon sowas. Erdal, ich freue mich. Wann hat eure Schwiegermutter Geburtstag? Tag, Monat und Jahr. Also 1900. Es geht um viel Geld, wir wollen es ja nicht so einfach machen. Ich weiß es nicht. Hast du was, Erna? Ja. Wir lösen auf.
Nihal, wann hat deine Mama Geburtstag? Am 4. Mai 1950. Am 4. Mai 1950. Ja. Und der Erdal hat gesagt? 6.4.41. Das stimmt nicht. Knapp daneben. Ganz knapp. 4 war dabei und 50 auch. Ein knappes Jahr. Immerhin hast du deine Schwiegermutter jünger gemacht, das ist immerhin nett. Da freut sie sich zu Hause. Aber, ja. Nihal, dein Mann hat Mist gebaut. Wir kippen dich eine Stufe weiter. Oh oh. Okay, Julia. Meine Mama hat am 20. August 1969 Geburtstag. 20. August 1969. Marco hat gesagt, das gibt es nicht. Boah, das gibt's doch nicht. Ein guter Schwiegersohn, oder? Du kennst das Geburtsdatum deiner Schwiegermutter? Ja, wir haben sehr viel mit ihr zu tun, sagen wir es so. Okay, ich wollte gerade schon Schleimer sagen, aber das lasse ich gelten. Nee, nee, nee. Ja. Okay, Fanny, deine Mama hat Geburtstag wann? Am 7.12. und das Jahr bin ich mir nicht sicher. Ich glaube 65. Gut, dann gucken wir, was der Alexander geschrieben hat. 8.12.1962. Nein, Fanny, das stimmt nicht. Beides wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat sie irgendwo dazwischen Geburtstag, oder? Ich meine, in eurer Haut möchte ich jetzt nicht stecken, gerade in deiner nicht, Fanny, wenn deine Mama erfährt, dass du es nicht weißt. Bei dir, es ist halt, wie es ist. Okay, Fanny, wir müssen dich eine Stufe weiter nach vorne schicken. Jetzt! Ja, das ging ja noch halbwegs glimpflich. Okay, nächste Frage. Was mag eure Partnerin an sich selbst am meisten? Fuck! Oh, Entschuldigung. Nee, lass es raus! Gut, lass es raus! An sich selbst. Lass also Körperteile? Also, ja. Sie an sich. Was sie an sich selbst am meisten mag, das kann eine Eigenschaft sein, glaube ich. Also, was mag sie an sich selbst am meisten? Kann auch Flummi spielen sein. Oder ich komme immer pünktlich. Oder mein linker Zeigefinger. Oder kann alles sein. Erdal, du hast was? Mhm. Gut. Du hast auch was? Hast du auch was? Ja. Gut. Oh. Was mögt ihr an euch selbst am meisten? Nihal. Ich liebe es zu tanzen, das mag ich an mir am meisten. Tanzen. Dein Mann hat geschrieben? Oh. Ordentlich. Ja. Okay, muss ich mich festhalten? Nihal, das war die finale Entscheidung. Halt dich gut fest. Gleich gehst du flitzen, ich zähl runter. 3, 2, 1. Ja! An mir am meisten! Nicht in der Wohnung! Erdal, du kannst gern zu deiner Frau hingehen. Nimm sie in den Arm. Ihr habt leider bei dem Spiel jetzt den dritten Platz, nicht wahr? Ihr dürft wieder, ihr sollt wieder, ihr müsst sogar zurück in eure Kiste, in eure Box. Ich komme gleich zu euch, okay? Julia, was ist es bei dir? Was magst du an dir selbst am meisten? Meine Haare. Haare. Marco hat geschrieben. Ja, das stimmt. Fanny, was magst du an dir selbst am meisten? Ja, mein Gesicht auch mit Haaren. Dein Gesicht mit Haaren? Ja, also das, hier die Partie oben. Gesicht, Haare. Gesicht, Haare vorne? Ja. Was heißt das denn? Rasierst du dich manchmal nicht? Oder was heißt das im Gesicht? Nee, ich meine schon auch meine richtigen Haare. Gesicht und Haare. Da muss es aber auch genauso kommen, ja? Ach, bei ihm? Ja, natürlich, das ist ja das Ziel. Ihr müsst ja übereinstimmen. Gesicht und Haare hast du dann gesagt. Dann sage ich nur Gesicht. Dein Mann. Bist du ganz sicher? Ich will nicht reingrätschen, du musst es selber wissen. Wenn du sagst, Gesicht und Haare ist das, was du immer sagst, dann ist das so. Sag jetzt, was du meinst. Gesicht. Okay. Wir lösen auf. Dein Mann hat geschrieben Gesicht und Haare. Dumm. Oh, das ist ein Grenzfall. Das ist echt ein Grenzfall. Sie hatte den richtigen Impuls. Tja. Und dann hat sie gesagt, nee, ja, du Gesicht. Hast mich verunsichert. Ich hab dich verunsichert? Ja. Meinst du? Mhm. Ich hab dich verunsichert. Ich bin schuld? Dann lassen wir es gelten. Danke. Okay.
Wir lassen das gelten, Gesicht und Haare. Das wäre auch wirklich sehr gemein gewesen, das ist richtig. Okay, also nächste Frage. Wenn eure Partnerin etwas an euch ändern könnte, was wäre das? Ist ja ganz oft so, dass Frauen sagen, ja, der ist schon ganz gut, aber das und das, er muss pünktlicher werden und er räumt die Sachen nicht weg und das kriege ich aber noch hin. Das mache ich noch mit ihm. Geht auch andersrum natürlich. Marco hat was aufgeschrieben. Alexander ist noch dabei. Okay, fertig. Pult zu. Julia. Das mit dem Haarwuchs? Und Marco hat geschrieben. Weniger impulsiv hat er geschrieben. Das stimmt leider nicht. Ja, 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 ja. Aber ihr habt auch wirklich fast alles bisher richtig gehabt, quasi in Übereinstimmung. Okay, Julia, wir kippen dich eine Stufe weiter nach vorne. Das hätte ich gerne öfter gehabt. Okay, Fanny. Ja, dass er nicht mehr so stur ist und dann nicht mehr so viel mit mir rumdiskutiert. Jetzt muss sie entscheiden, wahrscheinlich. Weiß nicht, ob er wieder zwei Sachen aufgeschrieben hat, aber ich nehme an, nicht. Ja, dann die Sturheit. Okay, Sturheit, sagt Fanny. Alexander sagt... Sturheit! Nächste Frage. An welchem ungewöhnlichen Ort hätte eure Partnerin gerne mal Sex? Boah. Alexander schreibt schon. Nein? Du musst nicht abschreiben, Marco. Nee. Also ich fände es sehr lustig, wenn du jetzt bei ihm abschreibst und dann... So, überlegt es euch gut. Das ist die letzte Frage. Danach würde es nur noch eine Schätzfrage geben. Okay. Julia? Im Pool? Im Pool. Marco hat geschrieben... Strand. Ist nah beieinander, aber nicht das Richtige. Okay, wir kippen dich eine Stufe vor. Fanny? Vielleicht irgendwo draußen? Also allgemeiner kann man es, glaube ich, nicht halten. Irgendwo draußen, es ist alles außer drinnen. Also es ist. Irgendwo draußen. Irgendwo draußen. In der Fußgängerzone. Was hast du geschrieben? Ich bin sehr gespannt. In ihrem Büro. Ah, stimmt. Geil. Ah, stimmt. Okay. Wir müssen dich eine Stufe weiter nach vorne schicken. Jetzt! Ihr seid im Moment auf der gleichen Stufe. Noch einmal und dann. Okay, also, die Schätzfrage. Wir haben 150 Leute gefragt. Wie viel Prozent der befragten Männer würden einen Urlaub mit Freunden dem mit der Partnerin vorziehen? Okay, wer am nächsten dran ist, gewinnt die erste Prüfung. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an, was ihr eingetippt habt, welche Prozentzahl. Marco hat eingetippt 18%, Alexander 38%. Ich guck mal nach. Das ist sehr eindeutig, wer da näher dran ist. Es sind genau 18,3%. Nein! Ja! Das heißt, Fanny, du kenterst jetzt. Bist du bereit? Nee. Dann zähl dich runter. 3, 2, 1. Tschüss, Fanny. Juhu. Fanny kommt zu uns. Sehr gut. Wahnsinn. Unglaublich. Marco. Dankeschön. Und Julia, die Prüfung ging an euch. Wie sieht denn der Spielstand genau aus?
Ja, Ralf, das Festgeld ist verteilt und kann jetzt auch nicht mehr verloren werden. 20.000 Euro und damit Platz 1 für Julia und Marco. Mit 10.000 Euro auf Platz 2 sind Fanny und Alexander und immerhin 5.000 Euro safe und super schön geflogen. Nihal und Erdal.